Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bildungsfreiheit, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, besonders mit Bezug auf Freilernen, Kinder. Und Dagmar Neubronner ist da Expertin, die wir auch schon ein paar Mal darüber befragt haben. Jetzt ist ein großer internationaler Kongress in... Es ist nicht nur ein internationaler Kongress, sondern es ist zum ersten Mal ein globaler Kongress. Global. Das ist die Global Home Education Conference und die findet nicht irgendwo statt, sondern sie findet in Berlin statt. Super. Und Global heißt wirklich, wir haben also ein 10-köpfiges Vorbereitungsteam aus Kanada, USA, Mexiko, Philippinen, Russland, Südkorea, Schweden, Deutschland. Oh, jetzt fallen mir gerade die anderen nicht ein, aber jedenfalls ja wirklich global und wir müssen unsere Telekonferenzen zur Vorbereitung, also immer, in Deutschland ist es immer 14 Uhr und dann ist es nämlich in Mexiko morgens um 6 oder so und in Südkorea abends um 10, so ungefähr, also es geht immer zu einem ganz bestimmten Zeitfenster, also es ist wirklich global. Und es ist ganz, ganz wichtig, weil es darum geht, deutlich zu machen, und das ist auch der Grund, weshalb diese globale Konferenz, die so eben in dieser Form zum ersten Mal stattfindet, in Berlin stattfindet, es geht darum, deutlich zu machen, dass dieses Recht, die Art der Bildung, die Kinder erhalten oder Kinder leben und manifestieren, dass das ein globales menschliches Recht eigentlich ist und sein sollte. Und in all den genannten Ländern, bis auf Schweden, die in der Vorbereitungsgruppe sind, Schweden und Deutschland sind die Ausnahmen, da gibt es in all diesen Ländern, die ich genannt habe, eben Möglichkeiten, legal ohne Schule einen Bildungsweg zu durchlaufen und damit erfolgreich zu sein. In Deutschland und Schweden ist es verboten, in Schweden erst seit einem halben Jahr ungefähr, in Deutschland ja schon länger. Und die Freilerner der gesamten Welt eigentlich schauen immer mit Sorge auf diesen Umstand, denn Deutschland ist immerhin die drittwichtigste Industrienation oder drittbedeutsamste und so weiter. Und solange das Volk der Dichter und Denker mit diesem Bildungszwang durchkommt, mit diesem Schulgebäude-Anwesenheitszwang für jegliche Bildungsform der Kinder, solange ist die Bildungsfreiheit auch in allen anderen Ländern immer gefährdet. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, gerade für Deutschland. Ist denn jetzt auf diesen anderen Ländern, die du erwähnt hast, das geht ja wirklich ringsum, herrscht da allgemein ein größeres Bewusstsein drüber oder ist das da auch nur so eine Nische, wo man sagt, da sind ein paar Leute, die erziehen ihre Leute zu Hause und da sagt man, das ist okay, oder ist das allgemein da, dass die Leute sagen, das ist selbstverständliches Recht, dass ich meine Kinder zu Hause erziehe? Das ist ganz unterschiedlich. Da bin ich inzwischen jetzt wirklich auch global informiert und jedes Land hat seine eigene Geschichte. Es gibt die Länder wie zum Beispiel Irland oder Österreich, da ist es einfach historisch gewachsen, da gab es dann irgendwann eine Bildungspflicht oder Unterrichtspflicht, wie es in Österreich heißt, aber die wurde nie als Schulgebäudeanwesenheitspflicht interpretiert, sondern man kann seine Kinder abmelden von der Schule zum häuslichen Unterricht, wie es in Österreich heißt, und dann ist gut. Und damit ist kein besonderes Bewusstsein verbunden und es gibt auch nur, ich glaube, unter 1% der österreichischen Kinder im schulfähigen Alter, die das in Anspruch nehmen. Dieses Recht oder wo die Eltern das nutzen, dieses Recht. Naja, aber 1% sind wahrscheinlich dann auch schon Millionen oder ich weiß nicht, oder ein paar hunderttausend oder. So groß ist Österreich also noch nicht. Ja, das stimmt. Okay, in Deutschland wären es dann schon. Aber ein paar Millionen sind es zum Beispiel in den USA. Ja. Also, das ist eine Möglichkeit, wo es einfach historisch gewachsen ist. Oder auch Irland. Da ist es einfach so. England auch. Es sind historische Rechte, die natürlich schon in jüngerer Zeit dann verteidigt werden mussten. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein Recht, was man schon hat, verteidigen muss gegen Angriffe oder ob man das Recht gar nicht hat und versuchen muss, es zu kriegen. Das ist also eine Variante. Die Länder, die einfach auf einem satten historischen Erbe sich ausruhen können. Dann gibt es Länder wie die USA, wo es in jedem Bundesstaat unterschiedlich gehandhabt war und ist und wo es in einigen Ländern man konnte die Faustregel haben, je mehr Deutsche in dem Bundesland leben, umso schwieriger war es, frei zu lernen. Tatsächlich.
regelrecht auch sehr schwierig bis verboten war, wo es dann vor ungefähr 20, 25 Jahren einen intensiven Kampf gab, wo Eltern, genau wie in Deutschland derzeit, ins Gefängnis gegangen sind, Zwangsgelder gezahlt haben, x Prozesse geführt haben und so weiter. Und dieser Kampf wurde im Wesentlichen gewonnen. Das heißt, es gibt heute in jedem der 50 Bundesstaaten in den USA eine Möglichkeit, legal frei zu lernen. Und das rangiert von, man muss gar nichts tun, man hat einfach das Recht, bis hin, man muss komplizierte Anträge ausfüllen und die Kinder werden regelmäßig überprüft oder so. Dann gibt es Länder wie Kanada, wo es so ist, dass wenn man seine Kinder frei lernen lässt und das anmeldet, also sagt, ja, also meine Kinder lernen übrigens frei, kriegt man noch $1,000 im Jahr. Mhm. Und die Kanadier finden das nicht etwa toll, sondern sagen, es ist ja wohl eine Unverschämtheit, dass wir unsere Kinder anmelden sollen und wir verzichten auf dieses Staatsgeld. Wir wollen frei sein mit unseren Kindern. Und die so etwas wie bei uns es läuft, dass es eben wirklich als kriminelle, als Missbrauch des Sorgerechts gehandhabt wird, wenn man seine Kinder das außerhalb der Schule... Das können wir gar nicht verstehen. Das können die gar nicht glauben. Und als ich das letzte Mal in Kanada war und es dann eben auch darum ging, habe ich mich richtig geschämt, weil die so schockiert waren und sagten, ich dachte, die sind jetzt in Demokratie und was und really und Dagmar und mich so mitleidig angeschaut haben. Ja, also, als wenn du schuld wärst. Ne? Ja, nee, nicht wenn ich schuld, sondern so, oh Gott, aus was für einem Bananenstaat kommt die denn und was und die Deutschen mal wieder und so. Also es war mir richtig peinlich. Dann gibt es eine Gruppe von Ländern, die wirklich mit relativ viel Bewusstsein da unterwegs sind. Und das sind die ehemaligen Ostblockstaaten. Mhm. Denn die hatten natürlich zu Ostblockzeiten, eiserner Vorhang, absoluten Schulzwang, mindestens so schlimm wie in Deutschland, ist ja klar. Weil alle Kinder eben natürlich im sozialistischen Geiste erzogen werden sollten. Und da gibt es etliche Länder, Russland, Tschechien, Polen, die dann nach der Öffnung einfach... natürlich so im Enthusiasmus, Mensch, jetzt sind wir frei und was können wir denn jetzt alles machen, dann auch auf den Trichter gekommen sind, dass Schule ja auch nicht unbedingt sein muss. Und Tschechien zum Beispiel hat dann ein paar Pilotstudien gemacht, ganz nüchtern, hat geguckt, was passiert denn mit den Kindern, wenn die ohne Schule lernen, und die Ergebnisse waren so, wie in allen Staaten, wo es untersucht wird, nämlich, boah, ist ja toll. Mhm. Und das heißt, da gibt es jetzt eine ziemlich liberale Gesetzgebung, die auch wirklich getragen wird von den Behörden. Mhm. Das bedeutet nicht, dass alle Schulbehörden in Tschechien jetzt begeisterte Homeschool-Befürworter sind. Das kann man ja auch nicht erwarten. Ja. Aber es ist ein Bewusstsein dafür da, dass das was Kostbares ist. Auch in Russland ist es zumindest eben von einem Teil der Leute, die dafür verantwortlich sind, gibt es da ein Bewusstsein dafür. Und in Skandinavien auch, da rangiert es eben auch so, zum Teil wie in Dänemark gab es halt immer schon Bildungsfreiheit und zum Teil wurde sie erst eingeführt. In Schweden, wie gesagt, ist sie jetzt vor kurzem erst abhanden gekommen. Und man muss insgesamt sagen, es wird gerne so getan, als wäre diese Bildungsfreiheit, also das Recht, auch ohne Schule zu lernen, etwas, was nur irgendwelche merkwürdigen christlichen Extremgruppen befürworten und dass diese Leute eigentlich die Schulen abschaffen wollen und so. Im Grunde geht es ja nur darum, den Begriff der Bildungspflicht oder des Rechtes von Kindern auf Bildung zu erweitern. Also dass es möglich ist, diese Pflicht, die wir als Erwachsene unseren Kindern selbstverständlich gewährleisten sollten, dass sie nämlich etwas lernen dürfen und sich da entfalten dürfen, dass man das nicht einengt auf, sie dürfen lernen, und zwar nur in der Schule, und da müssen sie auch lernen, und da muss jedes Kind hin, sondern wer möchte, kann es auch anders tun. Und die Leute, die für dieses Recht eintreten, sind gar nicht unbedingt Leute, die ihre eigenen Kinder aus der Schule haben wollen oder die alle Schulen zumachen wollen, sondern im Gegenteil, die sagen, nur da, wo dieses staatliche Bildungsmonopol wegfällt, wo also eine offene Wettbewerbs- und Angebotsdienstleistungssituation hergestellt wird, da können Schulen sich überhaupt zu dem entwickeln, was sie sein können, nämlich
zu etwas, was vorhandene Bedürfnisse beantwortet. Und dann kann es ganz viele verschiedene Schulen geben, die unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Kindern und unterschiedlichen Eltern auch erfüllen. Und das ist eigentlich ein ganz liberaler oder libertärer Ansatz, der ganz wichtig ist und der gern unter den Tisch gekehrt wird, indem so getan wird, ja, wenn wir das erlauben, dann brechen die Schulen zusammen oder sämtliche Moslems behalten ihre Kinder zu Hause. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist in all den Ländern, wo es schon erlaubt ist, sieht man, dass es immer nur eine relativ kleine Gruppe ist, die davon Gebrauch macht und dass das eine Gruppe von überdurchschnittlich verantwortungsbewussten Eltern sind. Du gehörst ja dazu, dass das bei deinen Kindern beobachtet hast, was passiert in der Schule und jetzt ins Ausland sozusagen musst, ein halbes Jahr lebst du in Frankreich, um überhaupt einigermaßen legal jetzt deine Kinder über die Runden zu bringen. Und die Kinder sind ja eigentlich, man kann ja nicht sagen, dass die jetzt schlecht werden. Der eine macht, glaube ich, jetzt um Schulabschluss und ist da ziemlich gut. Kannst du da ein bisschen was drüber sagen, oder? Ja, man soll den Tag nicht vor der Spätausgabe der Tagesschau loben. Insofern, er ist noch nicht ganz durch mit der Prüfung. Ja. Aber ja klar, er hat mit wenigen Wochen Vorbereitung, hat er bis jetzt zumindest bei allen Probeprüfungen, die er abgeben musste, damit man mal sieht, wo sind die Lücken und so, hat er überall eine 1 vorm Komma bis jetzt. Und im Grunde ist es erschütternd zu sehen, dass ein ganz normales Kind, was jetzt die letzten 7 Jahre einfach nur seinen Interessen gefolgt ist und ich würde mal sagen, im Schnitt weit unter einer Stunde pro Tag schulischen Lernformen gewidmet hat, also sprich am Internet irgendwelche Sprachkurse gemacht hat oder ein bisschen Mathe oder so, er hat sich da wirklich nicht tot gemacht, dass der jetzt völlig mühelos so gut abschneidet. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass all die Kinder, die Tag aus, Tag ein, diese 7 Jahre sich mit diesen ganzen Zeugnissen, Hausaufgaben, Tests, Klassenarbeiten, Nachhilfe und so weiter abgequält haben, dass das unter Umständen eine Qual war, die gar nicht nötig vor allem sein müsste. Es ist so, Interesse einschalten und dann nach 45 Minuten oder wenn die Schulglocke klingelt, Interesse abschalten. Das ist natürlich etwas, was nicht funktioniert. Kinder wollen lernen. Ich weiß das eben auch noch. Ich als Kind, ich wollte unbedingt in die Schule, weil ich dachte, da lerne ich was, da geht's richtig, da endlich geht's los. Und schon der erste Schultag war für mich einfach ein Schock, weil ich gar nicht gewohnt war, wie da miteinander umgegangen wird und ich nicht so, sag ich mal, so sozialisiert war, dass ich da das locker wegstecken konnte. Hat mich lange, lange, lange gekostet, einfach gar nicht das Lernen an sich, sondern das, was alles so dazugehört. Und es waren für mich auch schwierige Zeiten. Und du hast es ja auch gesagt, also eigentlich die Lust am Lernen haben Kinder generell eigentlich normal, natürlich. Und es wird ihnen oftmals dann genommen in diesem engen Korsett der Schulen. Das ist richtig. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Lehrer es eigentlich gerne anders machen würden, wenn sie nicht so eine ganz fatale Doppelrolle hätten, dass sie einerseits das, weshalb sie hoffentlich jedenfalls Pädagogik studiert haben und Lehramt, dass sie einfach die Kinder bei ihrem Erkundungsprozess der Welt begleiten wollen, also diese Rolle des Lernbegleiters und hey, das interessiert dich, Mensch, ich weiß, wo du da Bücher dafür kriegen kannst oder so, dass das nur ein Teil der Rolle ist, die sie haben, sondern sie müssen gleichzeitig eben auch Druck ausüben und sie müssen, weil ja dem Schulsystem, so wie es im Moment ist, dieser Ausleseprozess innewohnt. John Taylor Gatto, den ich hier ja auch schon vorgestellt habe mit seinem Buch Verdummt nochmal, was Kinder in der Schule wirklich lernen, weist ja darauf hin, dass in dem Moment, wo es Wertungen gibt, es eine mathematische Gesetzmäßigkeit ist, dass die Hälfte der Kinder unterdurchschnittlich sein muss. Das ist klar. Überall, wo es ein Leistungsspektrum gibt, gibt es einen Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt ist dadurch definiert, dass die Hälfte unter ihm ist und die Hälfte über ihm. Das macht ja den Durchschnitt aus. Und das heißt, die Hälfte der Kinder wird aus mathematischer Notwendigkeit heraus in dem Gefühl groß, ich bin unterdurchschnittlich. Und was das mit dem Selbstwert macht, das sehen wir alle bei den Hauptschulabsolventen. Und das ist eine ganz tiefgreifende Mechanik, die
die da wirksam ist und die ich persönlich überhaupt nicht gesehen habe. Als wir damals entschieden haben, wir ermöglichen unseren Kindern frei zu lernen, ging es uns nur darum, das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich dieses Mobbing und Bashing und Schultasche ausschütten und Mütze in die Bäume werfen und so weiter, dass wir fanden irgendwie, was lernen unsere Kinder da eigentlich? Das muss doch nicht sein. Das ist ja heute noch krasser, dass die auf ihren Handys dann irgendwelche brutalen Videos haben, wo irgendjemand verprügelt oder vergewaltigt wird. Und dann hast du das schon so gesehen. Genau. Also das hatten wir ja in unserem Alter, gab es das ja noch nicht. Da kann man fast noch froh sein, obwohl ich eben auch schon mächtig gelitten habe, auch immer auf dem Schulweg in der Bahn, wo ich dann irgendwo immer von irgendwelchen Leuten, die mich dann auf dem Kicker hatten und ich dann wirklich Angst hatte irgendwie auf dem Heimweg und wie gesagt, aber erzähl du weiter, das ist ja nur meine Erfahrung, aber heute wahrscheinlich noch extremer teilweise. Das ist noch extremer, aber das ist eigentlich der Punkt dabei, der sozusagen das Problem dabei ist, dass viele Erwachsene der Meinung sind, ja, da mussten wir doch durch und hat uns ja auch nicht geschadet. Hat uns auch nicht geschadet und da muss man eben durch. Und es ist gut, wenn die Kinder möglichst früh lernen, so geht es zu in der Welt. Und ich sehe jetzt eben bei meinen Söhnen und besonders eben dann auch bei dem Älteren in der Konfrontation mit diesen Prüfungsinhalten, zum einen, wie leicht er sich eigentlich tut, rein vom Denkerischen her, zum anderen aber auch, wo die Unterschiede liegen. Wie zum Beispiel in der Schule zur Unselbstständigkeit erzogen wird. Also jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel. Es gab da zum Beispiel eine Rechenaufgabe, über die ich mich tierisch aufgeregt habe. Da hieß es dann, es gibt da eine Papierrolle in der Druckerei, praxisbezogen, wollen wir ja sein, und die ist so hoch und so viel Meter lang. Und die Zeitung hat das und das Format. Wie viel Zeitung kann man also mit dieser Papierrolle drucken? Und mein Sohn, verdorben durchs richtige Leben, wollte jetzt natürlich realistisch diese Aufgabe lösen. Und dann ist es nämlich gar nicht so einfach. Man guckt natürlich dann, so hoch ist die Papierrolle, so hoch ist die Zeitung. Ja, passt das denn überhaupt? Passt die dann gerade 2,5 Mal? Oder 5 Mal? Ja, oder wie ist das denn überhaupt? In Wirklichkeit macht man natürlich die Papierrolle so, dass es sich genau ausgeht mit dem Format der Zeitung. Aber das war dann nicht berücksichtigt. Und dann fing mein Sohn an zu rechnen, wie viel Verschnitt man hat und so weiter und so weiter. Kam mit seiner Zeit überhaupt nicht hin. Die richtige Lösung dieser Aufgabe wäre aber gewesen, einfach Fläche der Rolle geteilt durch Fläche des Zeitungsformats. Egal, ob Verschnitt oder nicht. Also vollkommen unrealistisch. Und irgendwie ist es absolut, es ist irgendwie, ich frage mich, welcher Lehrer sich so etwas ausdenkt. Ja, weil er hat ja im Grunde viel Praxis, also viel realistischer gedacht, denn natürlich die Problematik. Ja, er hat einfach die reale Aufgabe betrachtet. Und Schulkinder, da kann man offenbar davon ausgehen, sonst würden solche Aufgaben nicht, sonst würden die auffallen, dass die nach 9 Jahren Schule gelernt haben, es kann sich dabei nur um die Aufgabe vom Typ A handeln und die löse ich so und so nach Schema F. Und dieses an eine Aufgabe wirklich herangehen aus dem Leben heraus, das lernen Kinder in der Schule eben im Normalfall nicht. Aber ich will hier gar kein Schulbashing betreiben. Nein, aber es soll ja nicht darum gehen, diese Schulform abzuschaffen. Mhm. Wer seine Kinder in dieser Weise erzogen haben möchte, soll das ja tun dürfen. Nur wer es anders möchte, soll es eben auch tun dürfen. Und diese Möglichkeit haben eben die meisten Demokratien auf der Welt, wie gesagt, außer Deutschland seit 1938, Reichsschulpflichtgesetz, und Schweden seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Es ist interessant, dass die beiden einzigen europäischen Mitglieder von diesem Organisationskomitee bei dem Exil leben. Es sind nämlich Jonas Himmelstrand aus Schweden und ich aus Deutschland. Ja, ich lebe in Frankreich, zumindest eben überwiegend mit meinen Kindern. Und Jonas lebt jetzt neuerdings in Finnland, im finnischen Exil mit seiner Familie. Traurig. Ja, es ist irgendwie, was ist da los? Und das ist der Grund, weshalb diese globale Home Education Konferenz in Berlin stattfindet. Und das Besondere an dieser Konferenz ist auch noch, es gibt schon internationale Treffen natürlich von Homeschoolern und Freilernern. Ich muss dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Eltern,
Sie haben eins gemeinsam, Sie sind alle ziemlich individualistisch drauf, sonst würden Sie so einen seltenen Weg nicht gehen, denn auch wenn in den USA mehrere Millionen Kinder ohne Schule lernen, ist es doch natürlich eine kleine Minderheit. Es sind auch da unter 5% der Schulkinder oder Schulalterkinder. Aber es ist so, dass es unter den Eltern welche gibt, die im Grunde wirklich Homeschooling machen, das heißt Schule zu Hause, also mit Fächern, mit Schulbüchern, mit festgelegten Unterrichtsstunden, manche machen auch richtig mit Pausenklingeln und so und Hausaufgaben und Ferien. Mhm. Das ist eine Variante und es gibt die andere Variante der Leute, die finden, die Kinder leben einfach mit und das passiert irgendwie organisch, so wie es in den letzten 100.000 Jahren passiert ist. Schule ist ja eine relativ neue Erfindung. Und dazwischen gibt es natürlich die ganze Spektrumsbreite. Und das eine nennt sich eben Homeschooling und das andere nennt sich oder Hausunterricht oder häusliches Lernen oder so. Und das andere nennt sich Freilernen oder Unschooling. Und es ist so, dass in dem Homeschooling ein relativ hoher Anteil der Eltern einen religiösen Hintergrund hat und einfach aus ihrer Verantwortung heraus einfach genau das, was du beschrieben hast, so wie es in der Schule zugeht, das wollen sie nicht, dass ihre Kinder so sozialisiert werden, weil sie andere Werte leben, auch andere Werte, wie miteinander umgegangen wird zu Hause. Und sie wollen ihren Kindern einfach eine ordentlichere, klarere Welt vermitteln. Und dann gibt es eben bei diesen Freilernern, die eher informell ihre Kinder nicht unterrichten, sondern sich entfalten lassen. Da gibt es weniger, es ist natürlich eine Überschneidung, es gibt auch Religiöse, die ihre Kinder nicht unterrichten, und es gibt welche, die überhaupt nicht religiös sind und ihren ganz strengen Unterricht machen, ist klar. Ja. Aber es gibt so, das sind so die beiden hauptsächlichen Strömungen, Lager, die hauptsächlichen Strömungen. Und diese Konferenz hat eben den Anspruch, und ich denke, den wird sie auch einlösen können, da mal jetzt nicht hinzugucken. Denn was diese Strömungen, die sich natürlich zum Teil sehr misstrauisch untereinander beäugen, ist klar, wenn ich jetzt ein anarchistischer Freilern-Freak mit Filzwerkstatt bin und meine Kinder laufen nur barfuß rum und klettern den ganzen Tag auf Bäume und lernen ganz anders und lernen Fremdsprachen, indem sie mal ein halbes Jahr mit dem Wohnmobil durch Irland ziehen oder so, gucke ich natürlich misstrauisch auf die streng religiöse Familie, wo zum täglichen Pensum auch eine Stunde Bibelstudium gehört und so weiter. Und umgekehrt, ja. Die religiösen Familien denken danach und die nennen sich ja Homeschooler, aber die Kinder dürfen Harry Potter lesen und das ist ja wohl, da geht's um Hexen und so. Also da gibt's einfach Unterschiede. Und darum soll es aber bei dieser Konferenz überhaupt nicht gehen. Denn was wir bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam haben, ist ja dieses Subsidiaritätsprinzip, das heißt, dass immer die kleinstmögliche Einheit mit der größtmöglichen Autonomie das tut, was sie tun kann. Also, dass ich nicht Aufgaben, die ich selber erfüllen kann, ohne Not gezwungen werde, an eine übergeordnete Instanz zu delegieren. Und das ist eben ja bei Schule der Fall. Eigentlich können es auch die Eltern machen, sie haben es in den letzten Jahrhunderttausenden immer gemacht, bis zur Industrialisierung vor 250 Jahren war es ja die Regel. Und jetzt auf einmal sollen sie das nicht mehr tun dürfen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht sagen, oh super, genauso wie ich meine Kinder zum Zahnarzt schicke und ins Ferienlager und zur Fahrschule, schicke ich sie auch zur Schule. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass ich das Recht habe, es auch selber zu tun. Also diese Horrorvorstellung, dass da irgendwelche, ich sag mal, Asu-Familien sagen, ach die Kinder, ob die zur Schule gehen, ist mir egal, die sollen, die können ja also auf der Straße auch irgendwas machen. Das ist in der Praxis gar nicht der Fall, dass es... Doch, das ist der Fall, du. Das ist ein ganz großes Problem. Nur, das hat nichts mit Homeschooling zu tun und mit freiem Lernen. Denn diese Familien, über die wir ja auch neulich eine Parodie gemacht haben, genau, die Kinder sogar, ne? Parodie, genau, meine Söhne waren das, diese Familien gibt es zuhauf in Deutschland auch. Es sind Hunderttausende von Kindern in Deutschland, die nicht zur Schule gehen, weil die Eltern finden, mir doch egal, oder ich brauche die Kinder zum Bier holen oder, oder so. Nur diese Leute
melden ihre Kinder nicht von der Schule ab und prozessieren um das Recht auf Bildungsfreiheit, sondern die Kinder kommen einfach nicht. Und da gibt es inzwischen ganze Viertel, wo im Grunde der Kampf verloren ist und auch aufgegeben wurde und wo die Sozialarbeiter und die selbst die Polizei sich im Grunde gar nicht mehr richtig reintraut und wo die Möglichkeit wirklich für diese Kinder, die vielleicht zum Teil ganz gerne zur Schule gehen würden, zu sorgen, im Grunde gar nicht besteht. Aber dieses Problem besteht trotz Schulzwang. Es hat überhaupt nichts mit dem Recht auf Bildungsfreiheit zu tun. Verstehst du? Das sind die Eltern am anderen Ende des Spektrums. Genau. Und dieses Recht wird gar nicht durchgesetzt. Und zu der Zeit, als ich noch versucht habe, für meine Kinder das Recht zu erstreiten, innerhalb von Deutschland frei lernen zu dürfen, da kriegte ich dann Anrufe von solidarischen Mitbewohnern aus meiner Heimatstadt, die dann sagten, ja, wissen Sie denn überhaupt, keine 2 Kilometer von da, wo Sie wohnen, da in dieser Siedlung, da sind ja hunderte von Kindern aus Rumänien und so weiter, die gehen alle nicht zur Schule und da kümmert sich kein Mensch drum. Im Gegenteil, wenn die Schulleiter dann bei der Behörde anrufen und sagen, ja, hier war heute ein Vater, der hat gesagt, seine Töchter dürfen nicht zur Schule gehen, was soll ich denn jetzt machen? Dann sagt die Behörde, da machen Sie jetzt mal gar nichts, weil es einfach viel zu schwierig ist. So, das heißt, dieses Spektrum von engagierten Eltern, die aber ganz unterschiedliche Ziele haben, wofür sie diese Freiheit nutzen wollen, das wollen wir jetzt gar nicht anschauen auf dieser Konferenz, sondern es soll darum gehen, erstens, inwiefern tut es Kindern nachgewiesenermaßen sehr, sehr gut, wenn sie frei lernen dürfen? Mhm. Und zweitens, inwiefern ist es eigentlich ein natürliches Recht der Eltern, was auch in allen Menschenrechtskonventionen im Grundgesetz überall verankert wird? Ja. Und was gibt es für Möglichkeiten, das auch in Deutschland und in Schweden und in all den Ländern, wo jetzt so die Tendenz besteht, dass immer mehr Teile der Kindererziehung vom Staat übernommen werden und die Eltern im Grunde immer mehr in die Rolle gedrängt werden. Gut, die Kinder kriegen, dürfen sie noch, aber sie sollen dann ja ganz schnell wieder Geld verdienen und berufstätig sein. Deswegen und Kitas und Kita-Recht, Krippe, und Fasspflicht. Kita, Kindergartenpflicht wird angestrebt und Schulpflicht wird nach vorne verlagert jedes Jahr und so weiter. Das heißt, diese Familienpolitik, diese Tendenz, dass der Staat, wie Olaf Scholz von der SPD es vor Jahren schon formuliert hat, dass der Staat die Lufthoheit über den Kinderbetten haben muss, steht natürlich in einem Widerspruch zu dem Wunsch der Eltern nach Bildungsfreiheit. Und darum soll es eigentlich gehen und wir wollen eben die Politiker aus den verschiedenen Ländern weltweit und die Juristen und auch die Entwicklungspsychologen und Gehirnforscher und so weiter zusammenbringen mit den Bildungspionieren, jetzt mal als Oberbegriff, die sagen, es muss oder es gibt auch ein Leben ohne Schule und das ist nicht das Schlechteste und die Ergebnisse sind eigentlich so, dass man sagen müsste, ja gut, man muss die Schule nicht verbieten, aber das Freilernen sollte man auf alle Fälle nicht verbieten. Ja. Und in der modernen Unternehmenskultur ist es ja sowieso schon seit Jahren die Tendenz, dass immer mehr mit Tele-Learning und Teleworking und mit den modernen Kommunikations- und Lernmethoden gearbeitet wird, mit Teleseminaren. Ich selber verdiene mein Geld ja zu einem guten Teil mit Erwachsenenbildung per Internetseminar. Und die Situation, wie sie zur Einführung der Schulpflicht oder Unterrichtspflicht bestand, dass im Grunde nur der Pastor und der Lehrer diejenigen im Dorf waren, die wirklich Bücher hatten und die das Wissen weitergeben konnten, diese Situation haben wir ja gar nicht mehr. Ja. Deswegen diese ganz, ganz wichtige Konferenz. Ich muss aber noch ein bisschen was dazu sagen, weil eine Schwierigkeit dieser Konferenz und ihrem Austragungsort Deutschland, der deswegen ja gewählt wurde, um deutlich zu machen, hallo Berlin, die Stadt der fallenden Mauern, wir wollen es jetzt nicht zu sehr in den Mittelpunkt rücken, was macht ihr da eigentlich in Deutschland, aber es soll auch ein Signal sein natürlich an die deutschen Behörden, an die deutsche Regierung, an die deutschen Politiker und auch an die deutschen Eltern zur Ermutigung. Ein Problem dabei ist, dass es ja nun in Deutschland illegal ist und dass die allerwenigsten Eltern, die wirklich diesen Weg leben, also sprich, deren Kinder nicht zur Schule gehen,
den Hals aufreißen können, so wie ich das hier gerade mache. Ja. Ich kann es nur machen, weil ich in Frankreich lebe und meine Kinder in Frankreich sind. Was auch eine Mühe ist, da hinzuziehen. Was ein hoher Aufwand an Kosten ist, was dazu führt, dass die Kinder und ich ständig unterwegs sind, weil wir natürlich immer wieder auch unsere Familie sehen wollen und unsere Freunde und eigentlich natürlich am liebsten in Deutschland leben würden. Gut, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wir leben 8 Kilometer hinter der Grenze in Frankreich. Ja gut, aber es ist trotzdem Aufwand. Es ist ein hoher Aufwand. Ja. So, aber das ist der Aufwand, der es mir ermöglicht, jetzt hier darüber zu reden. Aber und die wenigsten in Deutschland können sozusagen was dazu sagen, so, weil sie sich im Grunde dann outen und sich im Grunde zu strafbar machen. Und das machen. Bedeutet, wir sind darauf angewiesen, dass viele Personen, seien es Eltern, deren Kinder zur Schule gehen, die aber sehen, wie wichtig es wäre, dass die Schulen sich radikal und schnell verändern und dass es auch die Möglichkeit gibt, zumindest mal zwischendrin eine Auszeit zu nehmen, wenn ein Kind wirklich eine Phase hat, wo es mal ein Jahr lang lieber eigene Projekte durchziehen sollte und so weiter. Man weiß ja aus Studien, dass zum Beispiel der Wissenszuwachs, der durchschnittliche in der 9. Klasse, der berühmte 9. Klassabbruch, er ist leicht negativ. Und das sind jetzt keine wilden Studien, das sind staatliche Untersuchungen, die gezeigt haben, am Ende der 9. Klasse wissen die Kinder im Durchschnitt ein bisschen weniger als am Anfang der 9. Klasse. Weil die 9. Klasse, das ist ja 14 Jahre, 15 Jahre, früher sind die Kinder dann in die Lehre gegangen, sie wurden konfirmiert, kriegten ihre ersten langen Hosen und zogen in die Welt hinaus oder zumindest zu einem Meister in die Lehre oder zu einem anderen Hof und so weiter. Das heißt, eigentlich ist das der Moment, wo Kinder einen ganzen Schub an Erwachsensein mitkriegen und wo das die Sehnsucht danach, was Richtiges zu machen, ganz groß ist. Und deswegen ist das ein sehr qualvolles Schuljahr für die meisten. Und da fehlt hier ganz eindeutig was. Das haben ja Naturvölker auch, dass sie da Mannbarkeitsriten haben. Das ist natürlich teilweise, was teilweise erscheint uns dann das irgendwo brutal oder primitiv, aber es ist möglicherweise eben wirklich da etwas in dem Alter, wo man sagen sollte, da wäre jetzt wirklich eine Zeit, wo die sich quasi auf eine gewisse Weise selbstständig machen oder in die Welt aufmachen, um sich selber auszuprobieren in der Welt mit dem Wissen, was sie bis dahin angesammelt haben. Ja. Nun lass uns erzählen noch vielleicht mal ein bisschen genauer über die Konferenz. Genau. Wann? Wo, warum und was kann man sich da überhaupt von versprechen? Wird es Auswirkungen auf die Politik haben? Werden Politiker kommen? Werden Medien berichten? Oder sind wir hier bei Bewusst TV mal wieder die Einzigen, die sowas aufgreifen? Nein, es werden definitiv Politiker kommen. Wir haben schon Zusagen. Es werden auch wirklich hochrangige Wissenschaftler aus aller Welt, auch aus Russland zum Beispiel, kommen. Ich freue mich da sehr drauf. Es gibt zum einen mehrere sogenannten Keynotes, die Hauptvorträge von den berühmten Kapazitäten. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele, über 20 Workshops, wo wirklich auch die zum einen die Bildungspioniere selber ihre Punkte darstellen können, wo zum anderen aber auch die Wissenschaftler und die Politiker und die Bildungsbehördenmitarbeiter, also die Bildungsbeamten im Grunde, sich austauschen können. Und ich stelle es mir schon gut vor, wenn zum Beispiel ein deutscher Bundestagsabgeordneter sich mal mit einem irischen Schulinspektor unterhalten kann, der seit Jahrzehnten irische Familien aufsucht, die Freilernen praktizieren und ihm sagen kann, hör mal zu, das sind super Familien. Ich freue mich da immer drauf, auf diese Inspektionsbesuche. Denn da sind doch einfach die Ängste und auch die Unwissenheit sehr, sehr groß. Zum anderen, also das ist die Grundstruktur. Es wird im Vorfeld auch von den bekanntesten Vertretern, also zum Beispiel von Gordon Neufeld, von diesem bekannten Bindungsforscher und Entwicklungspsychologen, wird es ein Präkonferenzseminar geben. Es wird auch Präkonferenzseminare, also so Eintagesseminare geben, bevor die Konferenz anfängt, am Vortag, von bekannten Vertretern einmal des strukturierten Unterrichts, also zum Beispiel von der Clonlara-Schule, die ja weltweit ganz viele freilernende Kinder betreut und da eben auch einen Lehrplan anbietet und eine richtige geordnete Betreuung
Da wird also die Leiterin dieser Schule weltweit, die Tochter der Gründerin, Chandra Montgomery, wird da sein und wird da ein Seminar dazu geben, wie man das macht, was es für Erfahrungen gibt. Und es wird auch eine bekannte Vertreterin dieses eher Freilernens, ich lasse mein Kind in Ruhe und gucke, was passiert, Fraktion geben, die auch da eben die Möglichkeiten und die Formen aufzeigt oder die Unformen. Und es wird eben ganz viel Austauschmöglichkeiten auch geben. Zum Beispiel kann jeder ein Poster anmelden, so in diesem Clipboard-Format, wo er sein eigenes Projekt vorstellt. Und das kann man dann da an Stellwände bappen, kann sich da vorstellen, kann auch auf das Poster draufschreiben, ich bin immer in den Mittagspausen von dann bis dann da. Und dann können die Leute rumgehen und sich das angucken, man kann sich vernetzen und austauschen. Es soll also zum einen wirklich ganz viel Information bieten. Es soll ein klares Signal bieten, dass Homeschooling und Freilernen nicht irgend so was Abstruses, Sektenmäßiges ist, sondern in weiten Teilen der Welt eine absolut anerkannte und an den Universitäten sogar sehr geschätzte Form der Vorbereitung der Kinder aufs Leben, wie man immer so schön sagt, als ob sie in den ersten 18 Jahren nicht leben würden, ist. Es soll eine Vernetzung sowohl innerhalb der Bildungspioniere aus den verschiedenen Ländern untereinander sein, als auch der Politiker und Entscheidungsträger untereinander. Und es soll einfach auch ein ganz starkes Signal der Ermutigung sein an die Eltern im Lande, in allen Ländern. Hallo, wir sind viele, wir haben bedeutende, wichtige, kompetente Fürsprecher. Es gibt ganz, ganz viele gute Argumente und eigentlich keine wirklich guten Argumente dagegen, das zu legalisieren. Die Erfahrungen in den Ländern, wo es legal ist, sind super, dass man das einfach nochmal sichtbar macht. Denn dadurch, dass es in Deutschland illegal ist, ist es eben nicht sichtbar. Und es wird immer nur dann mal kurz sichtbar, wenn da wieder eine Familie vom Gefängnis bedroht ist oder von Zwangsgeldern oder so. Und das ist dann kein schöner Kontext. Habe ich da eben so rausgehört, es fehlen im Grunde noch Deutsche, die sich wirklich hinstellen und die da was dazu sagen haben. Also wäre das jetzt eine Botschaft an die Zuschauer auch, wenn sie vielleicht irgendwas Wichtiges beizutragen hätten, könnten die noch an der Konferenz sich irgendwie auch ausdrücken? Also es fehlen noch, ist im Grunde falsch gesagt, denn es ist ja noch fast ein halbes Jahr bis dahin und erfahrungsgemäß ist der Boom der Anmeldung dann immer gegen Ende größer, obwohl es einen hohen Frühbucherrabatt gibt. Aber es ist einfach so, also diese Poster sind in jedem Fall willkommen und auch für die Workshops sind, also alle Vorschläge, die eintreffen und es sind einige, die kommen, werden vom Board besprochen und diskutiert. Natürlich können nicht alle, es gibt 20 klar. Workshops, und klar. Aber es wäre einfach wichtig, dass sich auch Leute eingeladen fühlen, die insgesamt dieses Menschenrecht und Grundrecht und Bürgerrecht auf Bildungsfreiheit befürworten, auch wenn sie selber Lehrer sind, auch wenn die eigenen Kinder die Schullaufbahn durchlaufen haben oder noch durchlaufen. Es ist eben, und das versuche ich ja seit Jahren deutlich zu machen, auch wenn ich selber überhaupt nicht finde, dass meine Kinder ohne Schule groß werden sollen, es gibt kaum Eltern, ich kenne jedenfalls keine, die nicht finden, die Schulen seien deutlich verbesserungswürdig. Und es gibt auch kaum Lehrer, die das nicht finden. Da kenne ich auch eigentlich keinen Lehrer, der findet, wieso, die Schulen sind doch alle super. Und damit das schneller geht, muss diese Bildungsfreiheit realisiert werden, denn Konkurrenz belebt das Geschäft, die wirklich dringende, schnelle, wie soll ich das sagen, es muss ja eigentlich eine Explosion sein im Schulwesen, um aus diesem staatsmonopolistischen, das wird alles Jahre vorher und Jahrzehnte vorher, dafür entwickeln wir uns zu schnell, das muss schneller gehen und das geht es nur in Freiheit. Und deswegen wäre es wichtig, wenn ganz, ganz, ganz viele Teilnehmer bei dieser Konferenz einfach da sind und sagen, hallo, das ist wichtig, dass wir dieses Recht auch in Deutschland kriegen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt eben auch hier dieses Gespräch gesucht habe und gesagt habe, ich möchte unbedingt diese Konferenz vorstellen. Das habe ich aber immer noch nicht gesagt. Diese Konferenz heißt Global Home Education Conference, abgekürzt GHEC. Und die Homepage, auf der man alles, was ich jetzt gesagt habe und noch mehr nachlesen kann, heißt eben ghec2012.org wie Organisation, ORG,
GHEC2012.org. Wir werden das auch nochmal einblenden. Und sie findet statt vom 1. bis 4. November in Berlin, in einem richtig tollen Seminarhotel, wo alles von vegan bis argentinisches Rindersteak an Verpflegung geboten wird, wo auch Sonderkonditionen für Familien extra jetzt ausgehandelt wurden für diese Konferenz. Es soll zwar jetzt nicht in erster Linie diese Konferenz so ein ganz niedrigpreisiges Treffen der Familien untereinander sein. Die gibt es schon, die sind auch geplant. Da gibt es in diesem Sommer in Polen ein Treffen. Es gibt jedes Jahr das Hessfest in England, wo dann eben auf einer großen Wiese mit vielen Zelten und so weiter, das auf ganz niedrigem Kostenniveau sich einfach die Familien untereinander treffen. Mhm. Das ist auch wichtig und toll. Diese Konferenz will was anderes. Sie will wirklich politisch was bewegen und sie will in den Medien nochmal ein deutliches Signal setzen und sie will einfach deutlich machen, die ganze Welt blickt mit einer gewissen wohlwollenden Ungeduld auf Deutschland. Leute, jetzt kommt mal in die Pötte, so geht's doch nicht. Jetzt bitte auch hier den Begriff der Schulpflicht einfach erweitern im Sinne einer Bildungspflicht und im Sinne von, man kann die Schulpflicht so und so erfüllen. Hauptsache, es kommen tolle junge Menschen dabei raus, die ihr Leben erfolgreich gestalten. Und das ist beim Freilernen allemal der Fall. Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Dagmar Neubrunner. Okay.